Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin. Heute mit dem Orakel Arsenal gegen Bayern München in der Champions League. Das Dienstagsspiel. Ja, also ich denke mal. Bayern ist im Moment ziemlich schlecht drauf, aber ich würde sagen, dass Bayern trotzdem 1-0 gewinnen wird. Aber wird schwer, glaube ich. Eine spannende Partie. Arsenal gegen Bayern München. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute. Ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob beide alles abrufen können. Da ist er alleine durch. Gabriel Jesus mit der Chance. Auf ihn könnte die Führung werden. Den blockt er wieder super ab. Jetzt Bukayo Saka. Saka. Tor, da ist es. Das ist die frühe Okay. Also Arsenal ist auch im Moment gut drauf. So, ich muss mal ein bisschen richtig setzen hier. So. Direkt schon 1-0 hier. In der 12. Minute. Das würde das widerspiegeln, was Bayern im Moment spielt. Oh. Ecke jetzt für Bayern München. Juhu. Und die Führung nochmal in der Wiederholung. Nee, brauchen wir nicht. Es verlängert alles nur das Video. Der Licht. Musiala mit dem Ball. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Oh, was mache ich denn da? Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ein bisschen Mist mache ich hier. Komm, mach. Pavlovic. Gut geklärt. Macht's Kimmich mal nicht hier. Davis. Goretzka. Das sieht vielversprechend aus. Oh. Goretzka geht in die Mitte. Ah! Nein! Ach. Verdammt! So, ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Also, wenn man so im Moment die Spiele sieht von Bayern, wird es vielleicht eng. Ich glaube sowieso nicht, dass die weiterkommen. Ich bin zwar Bayern-Fan, aber man muss schon realistisch denken. Situation erstmal geklärt. Jesus macht's nicht. Schade. Komm, komm. Jetzt muss ich nur noch drankommen. Eric Dyer ohne Eier. Oh. Kane. Goretzka ist es. Sehr gutes Tackling. Ach, was mache ich denn da? Ich bin nicht. Bin ich richtig bei der Sache? Ecke kommt. Boah. Gabriel Jesus. Benjamin White. Oh, Davis aber. Au. Ha. Freistoß für Arsenal. So schnell ist der doch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Sah schon relativ grenzwertig aus. Kai Havertz. Huiuiui. Den Freistoß. Die Schiedsrichterin ist da knallhart und das ist eine richtig gefährliche Situation. Okay. Ja. Da bin ich ja auch so gut drin. Der geht in die Mauer rein. Guter Block, aber weiter aufpassen. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Hä? Das war doch der Gegner. War doch Bayern München, oder? Das war doch Bayern-Spieler. Oder war ich das? War da Ressus dran? Ich dachte, da wäre einer von den Bayern-Spielern dran gewesen. Aber egal. Geht weiter. Thomas Müller.
Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Oh. Nein. Okay, Halbzeit. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt mit Bayern München hier. Mal gucken, ob ich hier irgendwas reißen kann. Aber, Also das Spiel am Samstag war jetzt sowieso für den Arsch. Oh, oh, oh. Nee, der Lupfer war vor Unglück. 2-0 geführt gegen Heidenheim und dann noch 3-2. Jetzt Müller. Klasse Technik. Super, wie er sich durchsetzt. Bukayo Saka hat vor der Pause eine gute Leistung gezeigt, oder? Wie hast du ihn gesehen? Sané. Das war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie... aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Yay, 1-1. Sehr schön. Also Unschien darf ja auch. Nur im Rückspiel, dann ja. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel. Ja, war gut gemacht. Sehr schön. Ich würde gerne mal wechseln. Wartet mal. Ganz schnell. Mach ich hier Müller raus. Mach hier Tell rein. Mach hier Dyer raus. Und mach hier Minche Kim. So. Und Spielfahrzeug. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Ødegaard. Ødegaard. So, der war ja eigentlich auch mal zu Bayern gekommen. Oder war mal im Gespräch so. Dankbarer Ball für Neuer. Kein Problem. Oh, das war schlecht. Um Gottes Willen, diese Schwächen vor dem Tor. Sie holen eine Chance nach der anderen raus. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen, dass das nicht der Fall wäre. Aber was dabei rumkommt, ist viel zu wenig. Vielleicht ist dieser Angriff jetzt die Chance. Oh. Vielleicht die Führung jetzt. Riesenchance. Huiuiui. Aber Neuer ist da. Aus der Huiuiui. Kommt die Auswechslung. Die Bayern wechseln. Gabriel Martinelli. Ganz sichere Parade. Ach, schon wieder Eckball. Ach Mann. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, vielversprechende Aktion. Davis ist doch schnell. Außen ist Platz. Oh nein. Gabriel Jesus. Kann Arsenal noch mal gefährlich nach vorne kommen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Ach nee. 10 Minuten noch auf der Uhr. Verdammte Mist hier. Gabriel. Gabriel. Ja. Sané. Mathis Tell. Ach. Gleich ist die Zeit rum. Nein. Der Ball ist bei Gabriel Martinelli. Muss es fast sein. Oh, der haut ihn drüber. Komm, ganz schnell jetzt hier. Das muss er cleverer lösen, das kann er viel besser. Ah! Arsenal mit dem Wechsel. Und lauf, Kane, lauf! Lauf um dein Leben! Könnte die Führung werden. Okay. Das war nix. Okay, 1-1 hier im Spiel. Ich denke mal, dass es ein knappes 1-0 für die Bayern wird. Ich bin gespannt, was ihr so tippen tut und... Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.